Ach ja, Leute, hier oben ist echt eine richtig coole Aussicht, ne? Ich finde das richtig cool. Ich habe mir jetzt so einen kleinen Sessel, beziehungsweise Stuhl hier gebaut. Mit kleinen Schildern hier an der Seite. Ich finde es richtig cool, die Aussicht. Echt, hier kann man echt chillen. Oh, jetzt habe ich das Schwert gezückt. Hier kann man echt chillen. Einfach nur zum... Hier kann man echt sitzen hier. Einfach abchillen kann man hier. Richtig cool hier. Ich habe jetzt einen kleinen Stuhl hier. Und, ja. Genau, dann will man sagen hier... Oh, nicht, dass ich hier reinfliege. Ich könnte dann einfach an Minecraft zu Scarlet Redino. Wie gesagt, hier ist eine richtig coole Aussicht hier. Und ja, wir kommen zu einer Folge Minecraft Scarlet Redino. Genau. Alrighty. So, jetzt ziehen wir schon wieder mit dem Helm an. Genau, Folge waren wir hier bei den guten alten Zauberwald hier drüben. Genau. Hier, man sieht ihn jetzt nicht, der ladet gerade nicht. Oh, da ist ein Äpfel drauf. Ich kann ja die Dings weiter hochstellen. Vielleicht sieht man es dann. Ja, da jetzt sieht man es. So ein Zauberwald war da vorne. Oh, jetzt laggt wieder. Und es reloadet alles. So. Genau, der Zauberwald da vorne. Jetzt stelle ich wieder runter, weil es uns laggt. Auf jeden Fall der Zauberwald da vorne. Da waren wir letztens drinnen. Checkt unten rechts oben beim i die Folge aus hier. Da haben wir so eine Hexe gefunden. Irgendwie Watu oder so heißt die. Ja, keine Ahnung. Ihr könnt ja halt irgendwie in die Kommentare schreiben. Und schauen, was ich Kommentare schreiben. Könnt auf jeden Fall rechts oben beim i auschecken. Hier die vorige Folge, wo so ein Wato-Teil, also so Wato-Hexe war dort. Und wir haben so ein Haus aufbauen müssen. Ja, wie gesagt, einfach hier vorige Folge abchecken, okay? Genau. So, ihr habt nämlich auch hier gesagt, wir sollen einen zweiten, sollen Knuffi irgendwie einen zweiten Partner hier finden. Einen zweiten Partner hier geben. Sollen, dass er nicht ganz alleine ist, der Knuffi, der arme Knuffi. Knuffi? Ah, ich glaube doch, Knuffi ist, glaube ich... Ich glaube, Knuffi ist männlich. Sagen wir mal, Knuffi ist männlich, ja? Okay. So. Oh, jetzt muss ich nur noch schnell hier... Warte, ich hole kurz mein Dings hier, mein Getreide. Dann, schaue ich schnell hier, ob, ich andere Schafe finden kann. Oder vielleicht sogar Kühe oder Hühner. Wizzes, da ist es. Okay. Ich mache noch Seeds mit. Falls ich hier Hühner finde. Ja, dann schauen wir halt mal, was wir hier bei die, was wir hier finden. Ich weiß, ich kann hier hinten schon alles. Weltlade hier schon wieder Redino. Wieder Redino. Ich glaube, hier ist eigentlich ein schlechter Ort hier zu schauen. Ich könnte eigentlich runtergehen. Und, genau, ihr habt gesagt hier, dass ich hier vorbeischauen soll. Bei den guten alten Dings hier. Weil ich habe ja Dings. Leute, das ist gerade ein Weg hier ausgebaut. Ihr habt irgendwie Eisentüren oben gesehen, also schaue ich jetzt mal vorbei. Ich baue aber lieber jetzt zu. Nicht, dass hier irgendwie rausrennt wieder. Actually, ich kann es schon offen lassen. Eigentlich hier. So. Weil ihr habt irgendwie oben eine Eisentür gesehen. Wo ist eine Eisentür? Oh, Leute, hier ist eine Eisentür. Tatsache. Ich baue ja ein bisschen den Weg vorher. Ein bisschen dumm sonst. Kann man hier überhaupt raus? Ich baue mal Dings hier. Gibt's nämlich. Oder? Gibt's kein Dings? Ich baue mal hier. Okay, es geht nicht. So. Alright. Leute, Dolph? Hast du den Aussehen verändert? Ich glaube, Dolph ist viel männlicher geworden. Was ist das hier? Alles. What the? Was ist das? Refine? Ich weiß nicht, was das alles ist hier. Disable. Stop loading. Ich weiß nicht, was das ist hier. Was ist das hier? Rocket? Ja, ich rede auch mal mit Dolph hier. Was sagt Dolph? Hi, Jonas30. Ich arbeite gerade an meinem Projekt. Es trägt den Namen Zukunftsreise. Zukunftsreise. Was willst du hier bauen? Dolph? Ich will eine Rakete zum Universumsreisen bauen. Wenn du willst, kannst du mir auch dabei helfen. Hä, wie soll ich dir helfen, Dolph? Indem du als Testperson... Als Testperson? Wie soll ich als Testperson dienen? Dienst. Keine Angst, der Flug ist noch weit hinvor. Oh, okay. Ich sag dir dann Bescheid. Okay, ciao, Dolph. Warum willst du hier mich als Testperson? Nicht, dass ich hier sterbe. Was ist das hier? Pre-Launch-Checklist. Communication Disc. Und das. Oh, schießen das?
Kann ich irgendwie platzieren hier? Oh, not enough room. Was ist denn das? Ich weiß nicht, was das ist. Ist gleich Fuel drinnen. LOL, was ist denn das? LOL. Das bewegt sich sogar. Sucht euch jetzt da irgendwas? Ich weiß nicht. Ich hoffe, jetzt kommen keine Aliens oder so. Weiß nicht, das ist genau zum Mond, zu irgendeinem Planeten, glaube ich, gerichtet. Oder haben wir jetzt irgendwie gutes Netz hier? Für den Fernseher, aber wir haben keinen Fernseher. Ja gut, Dolph. Hier ist ein Licht. Oxygen Mask. Ich lasse mal hier arbeiten. Oh lol. Fuel Tank. Also Flut Tank. Ich glaube, da ist Fuel drin oder sowas. Ich lasse mal hier arbeiten. Ja lol. Trotzdem gut zu wissen hier, dass du irgendwie was komisches arbeitest. Okay. Baue ich den Leverman hier ab? Ja, ich baue den Lever einfach hier. Ja, keine Ahnung. Irgendwann willst du den Lever brauchen. Lever. Mr. Lever. Alright. Ich weiß immer noch nicht, was das hier ist. Genau. Ein Partner von, für Dings wollten wir suchen. Für Knuffy. Weil Knuffy ist alleine. Keine Ahnung. Knuffy, es tut mir irgendwie leid, wenn sie so alleine irgendwie. Oh, hier ist der Baum. Irgendwie drinnen ist. Was ist das? Cherry. Oh, lol. Dings hier. Sind ja angebaut. Weiß ich, wo spawnen hier Schafe? Ich glaube, weiter drüben. Ich bin in falsche Richtung gerade unabsichtlich geflogen. Ich gehe mal hier weiter rüber. So, genau hier. Hier sollte nämlich irgendwo Schafe. Da könnten Schafe spawnen in dem Biom, nämlich. So wie Knuffel. Knuffel ist nämlich auch von dem Biom. Hier sind Huhn, hier sind Hühner. Okay. Immerhin etwas schon mal. Sind Hühner. Ich will ein Schaf zuerst haben. Die Hühner kann ich nachher holen. Schaf ist wichtiger. Ach, schau, wie die Schof. Was ist denn das? Lol. Was bist du hier? Das ist ein Villager. Hallo, Villager. Okay. Da wohnt hier ein Villager, oder wie? Hier kannst du rein. Geh rein. Lol, Mana-Steel in Gott. Amazing Technik. Lol, was hat der da drinnen? Beetroot Seeds. Golden Horse Armor. Amazing Technico. Technico-Color Dings. Lol. Sind wir jetzt so ein Musik-Dings oder was? Aber wir könnten eine Disco machen mit dem. Lol. Mana Steel. Jetzt können wir Mana Steel machen. Auch irgend sowas. Mana Steel Botania. Kommst du rein, Dings, Villager? Kann dir auch ein bisschen Licht machen. Ich mach dir mal hier ein bisschen was. So, ein Crafting Table. So, dann noch ein bisschen eine Tür. Ich baue mal hier dein Haus ein bisschen, dass du hier wieder wohnen kannst, ja. Das ist nämlich gerade ein bisschen nicht bewohnbar, mehr oder weniger. Ja, ich bin halt immerhin ein guter Mensch hier, dass ich das Haus hier vor ihm wieder herstelle, wenn man es so sagt. So, ja, ich bin guter Mensch hier. Da, bam. So, jetzt auch die Tür. So, alrighty, bam, bam. Und so. Jetzt solltest du eigentlich hier ein kleines Haus haben. Ich hoffe, der Villager kommt wieder rein. Kommst du rein, Villager? Ah, der will schon wieder irgendwie reinkommen. Alright, jetzt so die Frage. Ich finde keine Schafe hier. Will ich weitersuchen? Da schweben Bäume oben. Oder soll ich hier einfach mal die Hühner mitnehmen? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich sollte erstmal die Hühner mitnehmen. Weil, egal, haben wir Mr. Huhn und Mrs. Huhn. Mr. und Mrs. Huhn. Lol, das vorne sieht man einfach das Ding. Sieht richtig cool aus. Mr. und Mrs. Huhn. Da waren da vorne noch welche, genau hier. Oh, genau, hier waren auch noch welche. Genau, ich dachte kurz, ich habe die Seeds vergessen. Wo ist Mrs. Sohn? Sorry, falls ihr gerade irgendwie nicht seht. Hier ist Mrs. Sohn. Hier, und jetzt noch Mr. Huhn. So, kommt ihr mal hierher. Mr. und Mrs. Sohn. Kommt ihr mal hierher. Ich muss kurz warten, bis der kommt hier. Alright, du kommst auch hierher. Kommst du?
Kommt her, kommt her, kommt her. Ja, ja, ja. Brave Hühner. Brave Hühner, brave Hühner. Ja, du bist gleich da. Das ist doch das Huhn. Also komm, ich schieb das ein bisschen an hier. Das gibt's ja nicht. Ja, komm, 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 komm. Huhn, Huhn, Huhn. Ja, du hast gerade ein Ei gelegt. Ja, das ist ja relativ cool hier. So. Jetzt kommt mit Mrs. Hühner. Mrs. und Mrs. Huhn. Na, Mr. und Mrs. Huhn, genauso gehört. Kommt ihr? Das ist eine Volks. Jetzt folgt das andere. Wir müssen beide folgen. Ja, jetzt folgen beide. Nice, nice, nice. Warte, vielleicht kann ich in die andere Hand beide Seeds nehmen. Na, komm, komm, komm. Okay, da rennen wir beide nach. Okay, 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 es passt. Oh, oh. Nehmen wir da Damage. Komm wieder zurück, komm wieder zurück. Nicht Damage nehmen. Hier lang, hier lang, hier lang. Mrs. und Mr. Huhn. Hoffe, wir nehmen kein Damage hier irgendwo. So, einfach mitkommen, mitkommen, mitkommen. Nein, nicht Damage nehmen irgendwo. Böse Hühner. Nicht Damage nehmen. Hier jetzt drüber. Einfach mitkommen, Mr. und Mrs. Huhn. Einfach mitkommen, mitkommen, mitkommen. Wir sind eh schon im Dorf hier. Mitkommen, mitkommen, mitkommen. Nice, bravo Hühner seid ihr. Und nicht in die Lavagrube. Niemals in die Lavagrube steigen, okay? Das ist ganz, ganz heiß, versteht ihr? Ganz, ganz heiß. Und heiß ist ganz böse, meine Hühner hier. Die folgen mir auch wirklich. Könnt ihr auch mal in die Kommentare schreiben hier. Namen gleich für die beiden Hühner. Für Mrs. und Mr. Huhn. Ja, da haben wir noch kein Mr. Schaf. Aber bis jetzt ist es eigentlich egal jetzt. Kommt rein, kommt rein, kommt rein. Komm hoch, 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 hoch. Das ist nice. Ich glaube, die kommen hier nicht so gut hoch. Oh, kommst du? Ja, nein, nice, du kommst so. So, so, so. Einfach mitkommen hier. Mitkommen, mitkommen. Mitkommen, nicht blockieren hier bei der Tür. Jetzt mache ich die Tür so. Jetzt hier nicht in Kaktus reinlaufen. Nicht. Das ist ganz böse. Versteht ihr? Oh, nein. Nicht rauslaufen, okay? Rauslaufen ist ganz böse. Jetzt machst du. So, so. Nice, okay. Jetzt haben wir noch einen Babyhuhn, oder? Nice, Birds and the Things. Guess Babyhuhn. Nice. Alright. Kann ich dich auch noch füttern? Komm her, komm her. Ja. Knuffi, ja. Ist schön, oder? Ich glaube, Knuffi will gerade nicht so viel essen. So, alright. Jetzt haben wir Knuffi, die Muffi Duffi. Weiß ich, soll ich noch irgendwas. Aber was? Amazing Technical Colors. Egal, ich schau das mal an hier, Knuffi. Ich komme nachher gleich eh wieder. Alright. Melone Slice, wo hab ich hingebe? Da, so. Bam, bam. Bam, bam, bam. White Mushroom, bam, bam. Knochen, so. Genau, so. Kann ich gleich alles hier in die Chest reingeben? Weil es sind ja Mob Drops an sich. Ich sag Mob, halt zählt auch Dings dazu, sag ich. Miesen Technical Colors Dings. Habe ich schon Mana Code Dinger? Oder ist es sieht nur fast gleich aus? Ah, hier ist schon wieder viel zu viel drinnen. Dann Chisel kann ich weghauen. Kann ich auch weghauen. Kann ich auch weghauen. Und obwohl Chisel brauche ich noch. Eine. Obwohl ich könnte eigentlich. Haben wir noch irgendwann einen Armor Stand? Sollte doch irgendwo einen zweiten haben, oder? Ja, da. Kann ich den theoretisch aufsetzen. Und einen Helm, keine Ahnung, wo ich den hingebe. Kommt der Helm mal hier rein, egal. Das wird dann mal hier drinnen. So. Bam, bam, bam. Die geben wir auch mal das hier rein, weil wir haben ja einfach keinen Platz mehr. Also egal, 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 Redino. So, Knochen. Genau, Knochen können wir nach oben hier reingeben. Knoche, die Knoche, Knoche. Genau, hier. Machen hier die Dingsdrops. Hier die, Monster. Und hier praktisch die ganzen normalen Tiere. Also die Tiere generell. So. Und hier, genau. Das haben wir von voriger Folge noch gar nicht rausgenommen. Da habe ich auch das Topaz hier gefunden. Könnt auch rechts oben hier auschecken, wie gesagt. Hier. Okay, Topaz kann man nicht einlagern. Also ich vorerst auch mal hier rein. Im Cherry. Bringt sich Cherry viel? Bringt das viel, Essen? Nee, bringt das nicht.
Ich weiß nicht, was Red Death or Cheating. Was kann man überhaupt mit dem machen? Gar nichts. Okay, gut zu wissen auf jeden Fall. Dass man gar nichts mit dem machen kann. Und die kann man das wieder nicht stacken. Was kann ich hier noch eingeben? Also, was kann ich noch essen? Das hat Dings, Cheating. Das kann man auch nicht essen. Fire Dragon's Heart. Kann man das essen? Nee. Was kann man mit dem machen? Auch nichts. Okay, gut zu wissen auf jeden Fall. Chunk, Leaf, Turnip. Ist Turnip was Gutes? Kann man das essen? Also auch nicht wirklich Gutes. Ich brauche irgendwas Gutes. Ich glaube, ich mache mir jetzt einfach Brot. Ja, ich mache mir Brot. Ich kann mir kein... Wie, ich kann mir kein Brot machen? Soll ich mir kein Brot machen kann, oder? Ich glaube, das ist verbuggt, oder? Flur. Harvestcraft. Wie kann ich denn ein Brot machen? Ich hätte nicht das ganze Brot hier aufessen sollen. Egal. Das kann man mit Apfel machen. Nichts. Apfel ist aber das Einzige, was viel Dings gibt, oder? Ne, es gibt auch nicht viel Dings. Genau. Guckt, Fisch kann man hier noch machen. Genau. Das ein Ölbucket fällt mir gerade auf. Hätte ich noch bei Dings rüben lassen können. Beim Dulf. Hätte ich eigentlich noch drüben lassen können. Also spät. Egal. Brauche ich irgendwie noch Fackeln. So. Ja, Ölbucket, Öl. Gib ich auch mal hier irgendwo rein. Gib ich auch mal hier rein. Goldapfel, ich auch mal hier rein. Das ist halt vorerst meine wertvolle Chest. Alright, also mit der unten, weil ich habe da unten keinen Platz mehr. So, bam. Ja, dann würde ich mal sagen, das war's hier mit der Folge schon wieder. Lasst ein Like und ein Abo da und Glocke aktivieren. Nicht vergessen hier und, ja, wie gesagt, Glocke aktivieren hier, dass ihr kein Video mehr verpasst. Und, ich habe schon den Grill im Hintergrund und so. Richtig cool. Ja, wie gesagt, Glocke aktivieren und, die Brille im Hintergrund. Mein Kaktus. Ja, wie gesagt, Glocke aktivieren und, ja. Lasst ein Like da und ciao.